Hallo, guten Abend. So, es sind noch ein paar Minuten bis um 6. Mal schauen, wer kommt heute zu unserem schönen Livestream Zeichen aus der geistigen Welt. Mal abwarten. Ja, da sehe ich schon jemanden. Hallo, guten Abend. Ach schön, da kommen ja schon alle rein. Hallo, guten Abend. 14 sind wir schon. Wir warten noch ein bisschen. Ja, das geht ja jetzt sehr schnell. Hallo, guten Abend. Ich grüße euch. Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind schon bei 35. Toll, guten Abend, liebe Babsi. Guten Abend, liebe Melissa. Guten Abend, liebe Bettina. Guten Abend, Verena war gestern gerade bei mir. Guten Abend, liebe Nicole, guten Abend, liebe Marlene, guten Abend, liebe Alexandra, hallo, ich grüße dich, liebe Claudia, liebe Gabriele, liebe Stefanie, liebe Tanja, liebe Coco, ach, 62 sind wir schon, super. Hallo, liebe Eva, liebe Fräulein Schwarz, hallo, liebe Sabine, Mendrock, auch die hatte schon einen tollen Jenseitskontakt bei mir, hallo, liebe Heike, hallo, liebe Melanie, ich grüße dich, hallo, liebe Tanja, auch sie hatte schon tollen Jenseitskontakt bei mir. Hallo, liebe Margret. Hallo, liebe Michaela. Hallo, liebe Monika. Auch die Monika hatte schon einen Kontakt bei mir. Die liebe Claudia. Ich glaube, wir auch schon. Die Pitz-Petzi sieht zu. Hallo, da hatten wir auch schon Kontakt. Die Susanne, da hatten wir schon Kontakt. Die Monika, guten Abend, schon Kontakt gehabt. Wie schön. Ich grüße dich. Oh, sie schreit, hallo, du hübscher Engel. Ja, danke schön. Ich habe mich extra schön für euch gemacht. Ich habe mich extra schön für euch gemacht. Die liebe Sandra, hallo. Die liebe Ella, hallo. Die liebe Margit. Die liebe Ilona, sehr schön. Die liebe Alexandra Kaspari, ich grüße dich. Auch wir hatten schon zwei wunderbare Kontakte. Die liebe Birgit war gerade vor kurzem bei mir. Hallo, wir hatten einen wunderbaren Kontakt. Die liebe Manuela, die liebe Michaela. Hallo, liebe Doreen. Hallo, liebe Melissa. Hallo, liebe Petra. Ich grüße dich. Ich zehre immer noch von deinen tollen Geschenken, die du mir mitgegeben hast. Die tolle Musso-Schokolade. Ja, und die liebe Verena hat mir gestern so diesen tollen Blumenstrauß hier mitgebracht. Wow, wir sind schon 98 Leute. Unglaublich, ich freue mich. Wir warten noch ein bisschen. Hallo, hallo, ihr Lieben. Oh, da schreibt jemand, die Ursula, heute hätten die Eltern den 70. Hochzeitstag. Wie schön. Hallo, hallo in die Runde. So viele liebe Gesichter, die ich hier sehe, die schon bei mir einen Jenseitskontakt hatten. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich dabei seid. Wir sind jetzt schon bei 103. Wir warten aber noch ein kleines bisschen. Und dann legen wir auch schon los. Ich habe es auch extra schön für euch gemacht. Ich habe hier jetzt extra eine schöne Kerze hingestellt, damit wir nachher auch das schön feierlich machen können. Ich hoffe, ihr habt euch alle gemütlich gemacht zu Hause. Ich hoffe, ihr habt's schön. Ihr habt euch vielleicht auch ein bisschen Musik angemacht oder auch eine schöne Kerze hingestellt, ein paar schöne Blumen. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich gestern diese schönen Blumen bekommen habe. Hallo aus Tirol. Hallo, liebe Sally, hallo, liebe Marion, hallo, liebe Ulrike, ich grüße dich, Hecker, hallo, Alexandra, hallo. So, liebe, die auch bei mir einen Jenseitskontakt hatte, so viele Lieben, die bei mir einen Jenseitskontakt hatten. Es ist wunderbar, euch alle zu sehen. Wir sind jetzt schon bei 112 Zuschauern, 114. Ich freue mich sehr, euch heute an diesem besonderen Abend begrüßen zu dürfen. Und wir starten auch gleich. Wir warten einfach noch ein, zwei Minütchen. Da kann ich noch ein Schlückchen Tee trinken. Hallo aus den Niederlanden, hallo lieber Harm, hallo, ich grüße dich, schön, dass du auch mit dabei bist. Du hast so schöne Haare, toll siehst du aus. Ja, ich habe mich extra für euch schick gemacht. Ich habe die Haare ja nicht so oft offen, weil beim Arbeiten, da stören die mich einfach. Da habe ich die immer zusammen in einem Zopf oder in einem Pferdeschwanz oder im hohen Pferdeschwanz, tiefen Pferdeschwanz. Aber ich habe gedacht, heute für euch mache ich die mal auf. Da lasse ich die mal lange für die geistige Welt als was ja Schönes. Danke, dass ihr das so toll findet. Das freut mich. Das freut mich. Guten Abend, guten Abend. So wunderschön, hallo, sagt die Ilka, schönes Halloween, das wünsche ich auch. Wir sind schon 120 Leute. Super, dann würde ich sagen, wir starten. Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Guten Abend nochmal. Herzlich willkommen in die Runde. 122, 123 Leute, das finde ich ja unglaublich toll, dass ihr so zahlreich heute hier da seid. Und dann beginnen wir. Ihr Lieben, ihr wisst ja, was heute ist. Heute ist ja Halloween, aber eigentlich ist heute das keltische Samhain. Und Samhain ist eigentlich so das Silvester der Kelten gewesen.
Und an diesem Tag sagt man, oder an diesem Abend, in dieser Nacht, sagt man, dass der Schleier zwischen der hiesigen Welt und der jenseitigen Welt, hallo, guten Abend, ja, sehr dünn ist. Ach, ihr schreibt alle so süß. Was schreibt sie? Du bist die Beste und der Kontakt zu unserer Mutti war wieder hundertprozentig stimmig und wir haben uns so wohl und gut aufgehoben gefühlt. Ach, das freut mich. Ich werde jetzt nicht mehr so schauen können, ihr Lieben, sondern ich werde jetzt einfach halt euch ein bisschen was erzählen über Samhain und über Allerheiligen und dann werden wir nachher diese wunderbare ja, Möglichkeit nutzen, ob wir einen Kontakt bekommen, beziehungsweise ob wir Zeichen bekommen. Deswegen seid nicht böse, wenn ich jetzt nicht mehr so lesen kann hier. Ich lese mir das alles nachher durch, nach dem Livestream. Dann schaue ich, wir sind bei 135 Zuschauern. So, jetzt komme ich aber nochmal zurück auf das Samhain. Wie gesagt, in dieser Nacht, heute, vom 31. auf den 1. ist der Schleier ganz dünn. Und da dachte ich mir, das wäre doch schön, dass wir vielleicht in einer wunderbaren Gemeinschaft zusammen unsere Energien nehmen und sie gemeinsam in die geistige Welt senden und um ein Zeichen bitten. Das machen wir nachher zusammen. Denn heute gedenkt Samhain eigentlich den liebsten Vorausgegangenen in der geistigen Welt und auch allem ungeborenen Leben. Ein Geistwesen, egal ob das, ja, Elfen, Engel, allen wird heute gedacht. Und ich finde es so schön, dass Samhain auch wieder so ein Begriff wird, weil jetzt gerade bei mir hier im Saarland waren die Kelten ganz stark vertreten. Die Kelten hatten hier einen sehr starken Einfluss. Ich wohne ein Steinwurf, kann man eigentlich sagen, vom Hunnenring, einer der größten Monumente, die keltische Bauzeit hergegeben hat, ist ganz in meiner unmittelbaren Nähe. Und so fühle ich mich natürlich auch so ein bisschen den Kelten oder zu den Kelten hingezogen, weil ich die ein unglaublich wunderbares Volk fand, das so mit der Natur im Einklang lebte, mit seinen Ahnen im Einklang lebte. Alles, was ich heute sage an Texte, weil ich werde nachher auch ein spezielles Ritual mit euch machen. Alles, das muss ich leider sagen, unterliegt meinem Copyright. Das heißt, jemand, der diese Texte benutzt, ohne mein Einverständnis, sie kopiert oder für seine gewerbliche Zwecke nutzt, macht sich strafbar und das wird auch rechtlich geahndet. Leider komme ich um solche Hinweise nicht mehr herum, denn oftmals wird meine Arbeit kopiert, genommen und für sich selbst benutzt und das möchte ich natürlich vermeiden. Deswegen dieser Rechtshinweis. Das ist aber auch schon alles an Rechtshinweisen heute. Ja, also Samhain, ein wichtiger Tag heute, ein wichtiger Punkt und auch Allerheiligenmorgen ist ein wichtiger Tag in, ja, der Ehrung der Vorausgegangenen. Vielleicht habt ihr auch schon ein schönes Gesteck für einen eurer Liebsten vorbereitet, den ihr vielleicht heute Abend schon auf die Grabstätte gelegt habt oder vielleicht macht ihr das auch morgen an Allerheiligen. Das ist natürlich jedem überlassen. Oder ihr stellt ein paar schöne frische Blümchen an ein Bild von euren Liebsten. Ihr macht eine Kerze an. Das ist einfach, um ein bisschen auch den Vorausgegangenen zu gedenken. Und früher hat man das noch viel, viel mehr gemacht. Heute ist das leider alles so in Vergessenheit geraten. Aber ich möchte euch trotzdem so ein bisschen was darüber erzählen, weil ich das ganz wichtig finde, so ein paar alte Rituale wieder aufleben zu lassen. Denn das zeigt, wie verwurzelt wir ja eigentlich auch mit allem sind, mit diesen Ritualen, die vorausgegangenen Ehren, die ihnen zeigen, dass wir an sie denken, ja. Und früher hat man zum Beispiel an Allerheiligen oder vor Allerheiligen hat man Salz gestreut von der Grabstätte, also vom Friedhof an bis zur Haustür, damit der liebe Vorausgegangene den Weg findet zu seinem Haus. Das war früher ein Ritus, den man gemacht hat. Oder man hat auch einen Teller dazu gedeckt an diesem Abend und hat die lieben Vorausgegangenen eingeladen, am Esstisch mitzusitzen und mit das Mahl zu genießen. Also man hat sie ganz bewusst mit hineingenommen in dieses schöne Fest, in das Zelebrieren dieses Festes, um sie zu ehren. So gibt es ja auch, ich glaube, es heißt in Mexiko La Muertos. Ich weiß es nicht mehr genau, ich sage es vielleicht falsch, aber auch die Mexikaner gedenken heute ihren Vorausgegangenen, indem sie ganz viele Kerzen auf den Friedhof stellen, dort was Leckeres zu essen auch hinmachen mit den Liebsten, die noch im Diesseits sind, zusammen an der Grabstätte sitzen und dieses Fest feiern, das auch sehr bunt ist, das sehr fröhlich ist. Und
Es sollte auch jetzt eine fröhliche Zeit sein, die wir haben. Eine fröhliche Zeit, die wir im Herzen haben, an unsere Liebsten vorausgegangenen, an unsere Liebsten in der geistigen Welt. Denn sie wollen, dass wir fröhlich sind. Sie wollen, dass wir uns freuen. Und wenn ihr glücklich seid, wenn ihr euch freut, dann freuen sie sich mit euch. Und heute nutzen wir unsere gemeinsame gesamte positive Energie, unser Glaube an die geistige Welt, unsere Freude an die geistige Welt, unsere Liebe, die uns zu unseren Liebsten auf der anderen Seite verbindet. Und diese Kraft, die nutzen wir heute und vielleicht bekommt der ein oder andere auch ein Zeichen aus der geistigen Welt. Ich kann natürlich keine Garantie dafür geben, das muss jedem bewusst sein, der hier ist heute Abend, dass ich natürlich keine Garantie geben kann, ob ein Zeichen kommt. Ich drücke euch natürlich ganz fest die Daumen und ich werde meine ganze Energie, meine Anbindung, die ich an die geistige Welt habe, für euch nutzen, um das zu verstärken, um eure, ja, positiven Gedanken, eure Anbindung, die ihr an die geistige Welt habt, noch mit zu unterstützen mit meiner Medialität und mal sehen, was wir gemeinsam kreieren. Ich muss mal ein Schlückchen Tee trinken. 142. Ich freue mich riesig, dass ich das mit euch heute Abend an diesem wunderbaren Abend machen kann. Ich hoffe, ihr habt es euch alle ganz, ganz, ganz gemütlich gemacht. Ich habe dir ein bisschen Musik angemacht. Ich möchte jetzt halt auch starten, indem ich erst einmal diese wunderschöne Kerze für alle unsere Vorausgegangenen anzünde, für eure Liebsten Vorausgegangenen, für meine Liebsten Vorausgegangenen. Da möchte ich jetzt einfach mal die Kerze anzünden. Sehr schön. Ach, wunderschön. Kerzenlicht ist so etwas Wunder, 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 Wunderschönes. Diese Kerze brennt für euch. Diese Kerze brennt für eure Liebsten. Diese Kerze brennt für das Licht, das wir in der Welt gerade brauchen. Es soll uns Mut machen, es soll uns Hoffnung geben, denn egal wie dunkel es ist, macht das mal, probiert das mal aus. Geht mal in einen ganz, ganz dunklen Raum, macht mal alles ganz dunkel und dann nehmt eine Kerze und dann zündet diese Kerze mal an und dann werdet ihr mal sehen, wie viel Licht diese kleine Kerze, ich hoffe, sie geht jetzt nicht aus, sie muss ein bisschen erstmal Wachs anbrennen. Ich guck mal, ich helfe ihr mal ein bisschen, dass unser Kerzchen hier nicht ausgeht. Das ist so eine mit Glitter. Wahrscheinlich ist das ein bisschen schwierig, bis der Wachs sich da gelöst hat. Machen wir mal ein bisschen warm, dass sie ein bisschen so, guck mal da. Jawohl, so. Das ist mit dem Glitzer wahrscheinlich. Auch das ein bisschen. Ja, macht mal da im dunklen Raum eine Kerze an und ihr werdet sehen, was so eine kleine Kerze, eine so eine kleine Kerze wirklich ausmacht, was die für ein Licht in diesen Raum bringt. Und so seid auch ihr Lichter. Ihr seid Lichter. Ihr alle zündet eure Lichter an in euch und gebt sie in die Welt. Gerade jetzt brauchen wir das ganz, ganz enorm. Jedes Licht zählt. Und wenn du glaubst, dass du so klein und unscheinbar bist, mach diesen Test mit der Kerze. Geh in einen ganz stockdusteren Raum und zünde eine Kerze an und du wirst sehen, wie hell diese eine kleine Kerze macht. Sehr schön. Dann würde ich mich freuen, ihr Lieben, wenn ihr zur Ruhe kommt. Jetzt rede ich auch mal ganz leise, ganz langsam, weil jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt sollen wir alle erst einmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und konzentriert euch einfach mal auf euren Atem. Atmet einfach mal ein. Ach, und wieder aus. Und kommt einfach in eure Ruhe. Kommt in euer Inneres. Kommt in euer Herz. Legt einmal eure Hand auf euer Herz. Und dann fühlt ihr, spürt ihr einmal in euer Herz hinein. Spürt das, vielleicht macht ihr die Augen noch dazu. Schließt einfach mal die Augen
und fühlt in euer Herz. Spürt diese Liebe, die von eurem wunderbaren Herz ausgeht. Spürt diese Kraft, die ihr habt im Herzen, die jeder von euch im Herzen trägt. Macht euer Herz auf, öffnet euer Herzchakra. Öffnet euer Herzchakra für alle Gefühle, die von euren Liebsten übertragen werden. Öffnet euer Herz. Lasst die Liebe hinein aus der geistigen Welt, die euch eure Liebsten senden. Lasst sie hinein in euer Herz. Und lasst sie einfach auch heraus aus eurem Herzen. Lasst diese unbändige Liebe, die ihr zu euren Liebsten spürt, lasst sie frei, diese Liebe. Lasst sie hinausströmen. Lasst sie hinausströmen ins Feld, ins Universum, in den Kosmos, ins Jenseits. Spürt eure Verbindung, die ihr habt. Öffnet euer Herzchakra ganz weit. Ihr könnt euch auch eine sehr schöne hellgrüne Farbe vorstellen, denn die Farbe des Herzens hat Grün. Stellt euch ein wunderschönes grünes Licht vor, das aus eurem Herzen hinausströmt. Und auch wieder hineinströmt. Spürt die Liebe, die immer noch zwischen euren Liebsten und euch herrscht. Die Liebe geht nie verloren. Die Liebe kann man nie einfach abschalten. Die Liebe stirbt nie. Sie ist immer da und umgibt euch. Und ihr könnt sie spüren in euren Herzen. Spürt da einmal ganz genau hinein. Spürt ihr diese Wärme? Spürt ihr, wie es euch ganz warm um euer Herz wird? Wie es ganz warm hier oben wird? Das ist die Liebe. Und die Liebe ist die einzige Kraft, die im Universum herrscht. Es ist die Liebe, die uns mit allem, was beseelt ist, verbindet. Es ist die Liebe, die uns zu empathischen Menschen werden lässt. Die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Vielleicht werdet ihr heute einfach nur ein warmes, weiches, wohliges Gefühl in der Herzgegend spüren. Vielleicht werdet ihr weinen müssen. Vielleicht wird es euch ganz tief berühren und dann ist es eine Berührung eurer Liebsten. Es ist die Berührung eurer Liebsten, die ihr spürt. Es ist die Liebe, die niemals vergehen kann. Zeichen aus der geistigen Welt, die vielleicht heute Abend empfangen werden, können vielfältigerweise sein. Es kann eine Berührung sein, ein Streicheln über die Wange. Es kann sein, wie wenn euch jemand über den Arm streichelt. Es kann sein, dass ihr einen Kälteschauer spürt, vielleicht auch einen Windhauch. Vielleicht wird auch eure Kerze anfangen zu flackern. Vielleicht werden Uhren stehen bleiben. Vielleicht wird das Licht flackern. Vielleicht wird ein Elektrogerät anfangen, unsinnige Dinge zu machen. Vielleicht wird sich etwas einschalten, ausschalten. Vielleicht wird sich eine Uhrzeit verändern. All das können Zeichen aus der geistigen Welt sein. Vielleicht hört ihr ein Klopfen. All das können Zeichen aus der geistigen Welt sein.
Aber achtet ganz stark auf eure Herz- und Seelenebene, denn das ist eure Brücke. Das ist eure Brücke zur geistigen Welt. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch das spüren wird. Ich hoffe es mal ganz stark. Ich werde jetzt einen Text sprechen, den könnt ihr im Geiste mitsprechen. Den könnt ihr aber auch gerne laut nachsprechen. Ganz wie ihr wollt. Ihr könnt die Augen dabei schließen. Ihr könnt die Augen öffnen. So wie es euch am besten ist. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr euch eine Atmosphäre schafft, in der ihr euch so richtig wohl und geborgen fühlt. Denn dann seid ihr offen. Lasst euch fallen. Lasst euch fallen in diesen Strom der Energien, der Liebe, des Verbundenseins. Ich werde, wie ich das immer mache, wenn ich meine Jenseitskontakte beginne, ich beginne immer mit einem kleinen Ritual für mich, um mich mit der geistigen Welt zu verbinden. Und das werde ich jetzt heute Abend auch machen. Es ist mein eigenes Ritual, das ich mit euch teile, das ich ein bisschen für euch natürlich umformuliere. Aber ich starte jetzt damit. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne eure Hände zusammenlegen, euren Kopf ein wenig senken, die Augen schließen. Meine Füße sind fest verwurzelt mit Mutter Erde. Ich achte, schütze und respektiere Mutter Erde. Ich achte, schütze und respektiere alles, was beseelt ist. Mögen alle Lebewesen glücklich und in Freiheit leben. Bitte, liebe geistige Welt, sendet allen Lebewesen, die sich in Not, Trauer, Leid, Qual und Missbrauch befinden, bitte sendet ihnen ganz viel Liebe, damit sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Bitte sendet ihnen ganz viel Liebe, damit sie spüren, dass sie geliebt werden. Bitte sendet allen ganz viel Mut, damit sie diese Herausforderung meistern können. Schenkt ihnen Mut, damit sie ihren Weg gehen können. Liebe geistige Welt, bitte sendet auch allen Tätern ganz viel Liebe, damit sie spüren, dass ihr Handeln falsch ist. Damit sie spüren, dass sie einen lichtvolleren Weg einschlagen müssen. Damit sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Liebe, lichtvolle, geistige Welt, sendet auch all jenen, denen ich keine Liebe senden kann, weil sie mich verletzt haben, mir Böses angetan haben. Bitte sendet auch ihnen
ganz viel Liebe, damit sie heilen können, damit ich heilen kann. Ich danke Mutter Erde dafür, dass sie uns trägt. Ich danke Mutter Erde dafür, dass sie uns heilt. Ich danke Mutter Erde dafür, dass sie uns nährt. Danke, Mutter Erde. Mein Kronenchakra ist weit geöffnet. Ich konzentriere mich auf den höchsten Punkt meines Scheitels, denn dort sitzt mein Kronenchakra, das mich mit der geistigen Welt verbindet. Dieses Kronenchakra ist weit geöffnet. Weit geöffnet ist mein Kronenchakra und ein Strahl aus hellem violetten Licht geht von meinem Kronenchakra hinaus ins Universum und vom Universum zurück zu mir. Wir sind alle starke Sender und starke Empfänger. Wir können Botschaften aus der geistigen Welt erhalten. Wir können Zeichen aus der geistigen Welt erhalten. Wir alle sind mit dem Kronenchakra und dem Herzchakra verbunden in Liebe mit der geistigen Welt. Wir sind eins mit dem Universum und das Universum ist eins mit uns. Fest verwurzelt sind wir mit unseren Füßen, mit Mutter Erde. Mit dem Kronenchakra sind wir fest verbunden mit Vater Himmel. Wir bitten alle unsere Liebsten, Vorausgegangenen, uns heute Abend ein Zeichen zu senden. Ich bitte die geistige Welt darum, allen, die mir jetzt hier folgen, ein wunderbares Zeichen zu senden. Wir lieben euch so sehr, wie ihr uns liebt. Wir sind immer mit euch verbunden und so seid ihr immer mit uns verbunden. Wir möchten euch heute Abend ehren, eurer gedenken und euch einladen, zu uns zu kommen, mit uns zu sein. Wir bitten um Zeichen aus der geistigen Welt. Ich bitte euch um Zeichen für all meine Liebsten, die hier zuschauen, für meine wunderbare Community, für diese wunderbaren Wesen aus reinem Licht, die in tiefer Verbundenheit mit euch und voller Dankbarkeit sind. Wir bitten euch darum,
dass ihr uns ein Zeichen zukommen lasst. Vielleicht unmittelbar in diesem Livestream, vielleicht aber auch erst später. Wir danken euch dafür, dass ihr uns zeigt, dass ihr existiert. Ich danke dir, mein lieber Papa, dass du immer an meiner Seite bist. Ich danke dir für deine Hilfe, für deine Unterstützung, die du mir zuteilhaben wirst, an der du mich teilhaben lässt. Ich danke dir und liebe dich. Und ich freue mich darauf, dich eines Tages wiederzusehen. Meine lieben Großeltern, Oma Froni, Opa Rudi, Oma Erna, Opa Alois, ich danke euch so sehr, dass ihr meine Großeltern wart. Ich danke euch so sehr dafür, dass ihr an meiner Seite wart, dass ich viel von euch lernen durfte. Meine liebe Tante Greta, ich danke dir, dass du bei mir warst, dass du mich als Kind behütet und beschützt hast. Meine liebe Tante Ursula, ich danke dir dafür, dass du meine Patentante warst. Ich habe immer sehr zu dir hinaufgeschaut. Du warst eine ganz wunderbare Frau. Mein lieber Cousin Dirk, ich danke dir, dass du so ein tapferer junger Mann warst. Du hast es nicht einfach gehabt. Und du warst mir ein großes Vorbild. Und auch hier freue ich mich, dich in der geistigen Welt wiederzusehen. Meine lieben Katzenkinder, Moritz und Tigi, vergesst nie, wie lieb ich euch gehabt habe. Vergesst nie, wie sehr ich euch geliebt habe. Ich freue mich darauf, euch eines Tages wiederzusehen und eure kleinen goldigen Fellgesichtchen wieder zu liebkosen. Ich danke dir, lieber Rudi, dass du bei meinem Vater und all meinen Liebsten bist, dass ihr gemeinsam zusammen im geistigen Reich seid. Ich danke euch. Ich danke euch so sehr für euer Sein und ich danke euch so sehr für eure Liebe, die ihr mir sendet. Ich danke euch sehr. Ich bin im Herzen immer mit euch verbunden, so wie ihr immer im Herzen mit all euren Liebsten verbunden seid. Ich danke meinem Geistführer Horst für alle seine wunderbare Unterstützung, die ich bekomme. Ich danke. Ich danke all meinen Geistführern, Geisthelfern und alle im geistigen Reich. Ich danke euch sehr für alle Hilfe, für alle Unterstützung, die ihr mir aus der geistigen Welt zuteilhaben werdet lasst. Ich möchte auch einen Dank aussprechen an alle Geistführer, alle Engelswesen, allen geistigen Wesen. Wir danken euch für euer Zutun, für eure Liebe, für euer Geleit. Ich danke euch im Namen aller. Ich danke der geistigen Welt für ihr Sein und ihr Tun. Und ich freue mich darauf, euch alle eines Tages wiederzusehen. Ich freue mich darauf und ich weiß, dass ihr in der Zwischenzeit bei mir und mit mir seid. Ich danke euch von Herzen. Ich ehre euch.
Ihr seid in Liebe mit uns verbunden und wir sind in der Liebe mit euch verbunden. Und ich bitte darum, sendet uns ein Zeichen. Ich danke euch von Herzen. Ich danke der geistigen Welt für ihr Sein. Dankeschön. Ich danke der geistigen Welt dafür, dass sie mit uns in Verbindung tritt. Dankeschön. Ich danke der geistigen Welt dafür, dass ich mit ihr kommunizieren darf und dass ich Menschen mit meinem Talent helfen darf. Ich danke euch sehr, dass ich mit eurer Hilfe die Möglichkeit habe, Seelen auf ihrem Weg zu begleiten und den Menschen zu zeigen, dass die geistige Welt existiert. Ich danke euch für diese wunderbare Möglichkeit. Ich danke der geistigen Welt für alle Hilfe, für alle Unterstützung, die sie uns zuteil haben, die sie uns teil werden lässt, an der sie uns teilhaben lässt, so rum. Ich danke der geistigen Welt. Vielen herzlichen Dank. Danke für alles, was ihr für uns tut. Danke, dass ihr immer da seid. Danke. Unsere Kronenchakren sind weit geöffnet. Weit geöffnet sind unsere Kronenchakren. Wir sind starke Sender und starke Empfänger. Wir empfangen Botschaften aus der geistigen Welt und wir können Zeichen aus der geistigen Welt erkennen. Wir sind eins mit dem Universum und das Universum ist eins mit uns. Danke. Amen. Ihr Lieben, ihr habt jetzt gemerkt, auch für mich ist das immer sehr, sehr emotional, sehr, sehr verbindend, weil ich diese Liebe aus der geistigen Welt spüre. Und auch mir laufen dann ein paar Tränchen. Entschuldigt, wenn vielleicht meine Stimme ein bisschen gewackelt hat. Entschuldigt bitte, wenn es manchmal ein bisschen holprig ist, aber wenn ich in dieser Emotion bin, in diesem Verbund mit der geistigen Welt, dann ist das was ganz Berührendes, was ganz, ja, Erhebendes, Heiliges für mich und Erhabenes. Ich hoffe, dass ihr jetzt eure Zeichen erhaltet. Ich hoffe, dass ihr vielleicht schon während des Gebetes gespürt habt, dass eure Liebsten da sind. Vielleicht konntet ihr zur Ruhe kommen damit und konntet euren Liebsten gedenken. Ich hoffe, dass euch das kleine Gebet gefallen hat, dass ihr gespürt habt, diese Anbindung, die wir alle an die geistige Welt haben, denn wir alle sind medial. Wir alle haben diese Anbindung. Nur nicht jeder kann halt so damit arbeiten, aber das ist auch gar nicht schlimm, denn jeder hat sein Talent auf seine Art und Weise. Ist schon vielleicht jemand da, der ein Zeichen, eine Berührung, ein Windhauch, etwas gespürt hat? Ist schon bei jemandem etwas, ach, gerade eine Berührung im Gesicht, das ist ja toll. Das ist ja toll. Sehr schön, mir laufen die Tränen. Oh, das ist sehr schön. Lasst sie laufen, denn auch das ist ein Zeichen der Liebe zu euren Liebsten. Das ist auch ein Zeichen der Liebe. Es ist so wunderbar, dass so viele heute hier dabei sind. Und ich hoffe ganz stark, dass ich mit meiner Kraft, mit meiner Medialität euch unterstützen konnte und ihr Zeichen erhaltet. Jetzt muss ich mal gucken, und dass ich mir die Haare anzünde. Einen schönen Abend für euch alle. Ja, also schreibt ruhig mal, wenn jemand schon ein Erlebnis hatte.
Ja, es ist jetzt schon geschrieben worden, dass jemand eine Berührung empfunden hat. Ja, das ist wunder, wunder, wunderschön. Und hier schreibt noch jemand, ja, wie toll, sehr schön, ich freue mich, wenn ihr Zeichen erhaltet. Aber selbst wenn ihr jetzt heute Abend nicht ein Zeichen wie ein Klopfzeichen oder eine Berührung gespürt habt, sie sind da. Ich denke, ihr habt sie alle im Herzen gespürt. Gib mir mein Herzchen für alle, die es im Herzen gespürt haben. Macht mir mal, seid mal so lieb und gebt mir mein Herzchen dafür, ob ihr was im Herzen gefühlt habt, wenn ihr möchtet. Gerne mal ein Herzchen geben, dass ich weiß, aha, hier ist jemand, der hat wirklich im Herzen etwas gespürt. Das wäre schön, da kann ich das nämlich sehen. Ja, da kommen die Herzchen schon. Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr alle da, ja, Herzen. Ach, wunderschön. Schaut euch an, wie viele Herzen da kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Ich kann es sehen. Wunderschön, wunderschön, so viele Herzen. Ich danke euch, ich danke euch. Also, ach, wunderschön. Es sind zwei. Es geht so schnell. Ihr schreibt so schnell, ich kann es gar nicht lesen. Ich muss immer aufpassen, dass ich mir die Haare nicht anstecke. Ich hatte Gänsehaut ohne Ende, schreibt da jemand. Ach, wie wunder, 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 wunderschön. Es ist wunderschön, dass ihr alle diese Empfindungen habt. Und das ist mein kleines Ritual, was ich mit euch geteilt habe, was ich vor jeder Sitzung mache. Oh, sieht ein bisschen gespenstig aus über meiner Kerze, aber ich sehe euch sonst nicht. Ah, wunderschön, ihr schreibt alle so wunderbar. Das ist so schön, tausend Dank. Sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass ich euch vielleicht, ja, ein Stück weit eure Liebsten heute Abend auch näher bringen konnte. Und jetzt möchte ich auch gemeinsam mit euch, ja, einfach noch ein bisschen vielleicht sprechen. Wer weiß, was sich noch jetzt ergibt während der Zeit, während wir hier sitzen, denn ich spüre es ganz, ganz extrem. Oh, schön, da schreiben Sie, Sie müssten weinen. Ach, wunderbar. Ach, wie schön, wie schön, wie schön, dass ihr alle so wunderbare Emotionen hatten und eure Liebsten sind doch immer bei euch. Und ich denke, dass jeder eine Berührung im Herzen gespürt hat. Ich denke, dass jeder eine Berührung gefühlt hat im Herzen, denn ich weiß, dass eure Liebsten immer bei euch sind. Sie sind da. Und gerade an solchen Tagen ist es schön, ihrer noch mehr zu gedenken. Denn ihr denkt ja liebevoll immer an sie. Ja, was habe ich denn da morgen? Es geht so schnell, ich kann es nicht lesen, ihr Lieben. Ich lese es mir nachher nochmal durch in Ruhe. Ach, es ist so wunderschön, dass wir gemeinsam dieses kleine Ritual zelebriert haben an diesem heutigen wunderbaren Tag. Es ist so wunderschön mit euch. Wisst ihr, allein mit eurer Gemeinschaft schon, mit der Liebe, die ich von euch spüre, macht es für mich zu diesem wunderschönen Abend, der es einfach ist, zu dieser wunderschönen Stunde, weil ich eure Herzenswärme spüre, weil ich eure Energie spüre. Und wir haben heute gemeinsam so viel Liebe ins Feld gesendet, ins Universum gesendet, dass ihr heute jeder von euch noch etwas ganz Wunderbares getan hat, um das Energiefeld der Erde zu erhöhen, um die Liebe in die Welt zu bringen. All das habt ihr heute Abend zustande gebracht. Ihr wart es, die diese Seelenenergie, eure Herzenergie ins Feld gesendet hat, zu euren Liebsten, aber auch zu allen in der Welt, zu allen. Und das ist so wunderbar, denn wenn wir unsere positive Energie nehmen, wenn wir diese Liebe, die aus unserem Herzen herauskommt, nehmen und sie in die Welt senden, dann bewirken wir ganz, ganz viel. Nochmal. Geht in einen ganz stockdunklen Raum, holt euch eine Kerze mit, zündet sie an und ihr werdet sehen, wie viel Licht diese kleine Kerze macht. Ihr alle seid wichtig. Ihr alle seid mit eurer Liebe, die ihr gebt, die ihr nach außen gebt, wichtig. Ihr alle tragt dazu bei, dass dieser Ort ein besserer Ort wird. Mit eurer Energie des Herzens. Und die Energie des Herzens, das ist sogar wissenschaftlich messbar, ist viel, viel stärker von der magnetischen Energie her als die, die vom Gehirn ausgeht. Das Herz ist stark, ihr seid stark. Und
Ich hoffe, dass ihr heute Abend gespürt habt, gefühlt habt, wie sehr eure Liebsten mit euch verbunden sind. Oder ja, doch verbunden sind. Wie sehr sie mit euch verbunden sind. Wie sehr sie euch lieben. Wie sehr sie euch schätzen. Vergesst das nie. Vergesst nie die Liebe, die ihr zu ihnen empfunden habt. Und ihr müsst auch niemals diese Liebe loslassen. Ihr müsst niemals diese Liebe loslassen. Etwas, was man liebt, kann man nicht loslassen. Und das ist auch gut so. Das, was wir lernen und akzeptieren müssen, ist, dass unsere Liebsten nicht mehr in der Art und Weise bei uns sind, wie wir das vielleicht gerne hätten. Aber sie sind da. Und sie sind jetzt gerade bei euch. Sie sind immer bei euch, sobald ihr an sie denkt. Es braucht nur ein Gedanke und schon sind sie bei euch. Es braucht nicht immer ein solches Ritual, wie wir das heute Abend zusammen gemeinsam gemacht haben. Es braucht nur ein Funke, ein Gedanke und sie sind bei euch. Sie sind mit euch. Mit all ihrer Liebe, mit all ihrer Aufmerksamkeit. Nur weil wir die Körperlichkeit verlassen haben, heißt das nicht, dass wir nicht mehr existieren. Heißt es nicht, dass wir nicht mehr wahrnehmen. Wir nehmen wahr, und das weiß ich aus Hunderten von gegebenen Jenseitskontakten, indem mir die vorausgegangenen Dinge mitteilen, die bei ihren Liebsten passieren. Sie sind immer mit uns und ihr könnt sie fragen um Rat. Ihr könnt sie immer in Liebe fragen. Ihr dürft auch ruhig mal mit ihnen schimpfen. Ihr dürft auch ruhig einmal sagen, hey, ich finde das so gemein, dass du vorausgegangen bist und ich muss noch hier bleiben. Ich finde das nicht gut, auch das dürft ihr sagen. Ihr dürft schimpfen mit euren Liebsten, wie ihr es auch zu Lebzeiten mal gemacht habt. Ihr dürft das alles, denn sie nehmen euch wahr. Und es ist für uns schwierig, hier zurückzubleiben und zu warten. Aber sie möchten auch, dass ihr nicht immer traurig seid. Denn die allerschönste Freude macht ihr euren Liebsten vorausgegangenen, wenn ihr glücklich seid, wenn ihr euer Lachen, euer Herz, das leuchtet, eure Seele, das leuchtet, ist das schönste Geschenk, das ihr machen könnt. Natürlich dürft ihr auch trauern, natürlich dürft ihr auch weinen und jeder sollte das machen, so wie er es für richtig erachtet. Es gibt da keine Regeln, es gibt da keine Zeit oder man sollte das so und so machen. Aber sie möchten, dass ihr glücklich seid. Sie möchten, dass ihr fröhlich seid, denn das verbindet euch auch. Ich hoffe, ihr Lieben, dass ihr gemeinsam mit mir eine wunderbare Zeit gerade habt. Also ich hab sie, ich merke einfach diese unglaubliche Energie, die da ist. Ich merke einfach diese unglaubliche Wärme und Liebe, die von euch zu mir fließt, die gerade hier im Raum ist. Ich merke die Liebsten vorausgegangenen, die bei euch sind. Ich spüre eure Liebsten bei euch. Ich weiß, dass sie bei euch sind. Und vergesst es nie. Es ist kein Abschied für immer, sondern nur auf Zeit, ihr Lieben. Der Körper, der vergeht, weil wir natürliche organische Strukturen haben, die einfach auch der Gesetzmäßigkeit des Vergehens unterliegen. Aber unsere Seele existiert ewig. Wir sind immer verbunden. Alle. Wir sind verbunden. Ich bin mit euch verbunden, ihr seid mit mir verbunden. Wir alle sind Brüder und Schwestern. Bitte achtet immer gut auf alles, was beseelt ist. Es ist mir ein Anliegen. Geht in Liebe miteinander um.
sagt euch ganz oft, wie lieb ihr euch habt. Man weiß nie, ob man am Abend wieder zurückkommt. Sagt jedem, für den ihr etwas empfindet, was ihr empfindet. Sagt es euren Freunden, sagt es euren Bekannten, sagt es euren Liebsten, sagt es euren Verwandten. Man kann nicht zu oft sagen, ich liebe dich. Die Liebe ist die einzige Kraft im Universum, die über alles herrscht, die immer besteht, die immer da ist. Und ihr könnt auch um die Liebe bitten. Sie wird euch gesendet. Ihr könnt um Hilfe bitten. Es wird euch gegeben. Bittet darum und es wird euch gegeben. Das hat Jesus schon immer gesagt. Ihr Lieben, ich möchte jetzt gemeinsam mit euch auch nochmal das Kronenchakra schließen. Stellt euch alle nochmal vor, euren höchsten Punkt, das Scheitelchakra. Spürt noch einmal dieses unglaubliche, helle, violette Licht, das euch verbindet mit dem Kosmos, das euch verbindet mit der geistigen Welt. Bedankt euch nochmal im Geiste für alles, was ihr empfangen durftet, in Liebe und in Dankbarkeit. Merkt, wie langsam dieser Strahl, dieses Licht, diese helle, violette Lichtsäule langsam abnimmt, schwächer wird und wieder in euren Körper hineingeht. Ihr könnt es jederzeit wieder öffnen. Euer Kronenchakra könnt ihr auch sehr gut stärken, indem ihr einen Amethyst auf die höchste Scheitelstelle legt und dann euch mit der geistigen Welt verbindet. Ihr könnt die geistige Welt, ja, oder beziehungsweise eure Kronenchakra stärken, um noch vermehrt mit der geistigen Welt zu kommunizieren, indem ihr euch weiße Lilien, weiße Rosen, weiße Margariten in eure Blumenvase stellt. Weihrauch ist sehr gut, um das Kronenchakra zu öffnen. Ich nutze auch immer Weihrauch. Jetzt kommt ein bisschen Schleichwerbung. Ich nehme immer die Primavera-Öle. Ich finde die am allerbesten in einer Duftlampe zu verduften. Das klärt und reinigt. Ich mag am liebsten den arabischen Weihrauch. Das muss jeder gucken. Es gibt auch indischen Weihrauch, ägyptischen Weihrauch. Da muss jeder selbst finden, was ihm am besten ist. Oder für ihn am besten ist. Oder für sie am besten ist. Ihr könnt hellviolette Stoffe tragen. Unterstützt auch euer Kronenchakra. Ihr könnt auch mal eine schöne Bergwanderung machen und einen Berg hinaufsteigen. Es muss nicht der Mount Everest sein, ja, oder die Eiger Nordwand. Es darf auch ruhig mal ein Hügelchen sein, der ein bisschen höher ist. Und dann schaut ihr einfach mal ins Tal und nehmt die Verbindung mit dem Gipfel auf und spürt diese Kraft, die davon ausgeht und dieser höhere Blick. Denn unser Scheitelchakra ist das höchste Chakra, das wir haben. Und die Farbe ist halt lila, helles Lila. Und dann könnt ihr euch vielleicht selbst auch verbinden. Ihr könnt euch immer mit euren Liebsten verbinden. Ihr Lieben, es ist so wunderbar, dass ich immer noch 133 Zuschauer habe. Einige haben sich schon wohl verabschiedet. Schade, aber vielleicht ist es nur für den einen oder anderen etwas. Jeder muss das ja entscheiden. Das ist das Schöne. Jeder kann ja entscheiden, was für ihn gut ist, was ihm gut tut oder nicht gut tut, wo er damit konform ist oder nicht konform ist. Ich kann jedem nur ans Herzen legen, mal selbst einen Jenseitskontakt zu machen. Denn das ist so unglaublich schön. Das ist so unglaublich heilend. Ich habe so wunderbare Momente mit der geistigen Welt und auch meinen Klienten, die da sind. Und ich kann es jedem nur empfehlen, mal selbst zu machen. Was ich aber immer auch sage, ist, seid offen für solche Kontakte. Eine Erwartungshaltung kann ich verstehen. Ich kann auch Skepsis verstehen. Aber
Man muss ein Bewusstsein für diese Dinge schaffen. Man muss sich bewusst darüber sein, dass es eine Kommunikation in eine höhere Ebene ist, die nicht verbal ist. Die Liebsten sprechen nicht. Sie stehen nicht neben mir und erzählen mir verbal Dinge, sondern sie übertragen es mir in einer Bild-, Emotions-, Gefühlssprache, die einhergehen kann mit Riecherinnerungen, Geschmackserinnerungen, Hörerinnerungen, ganzen Sätzen, Schlagwörtern. Manchmal übernehme ich die Art der Vorausgegangenen, wie sie in ihrer Gestik waren. Manchmal sprechen die Vorausgegangenen in Gestik über mich. Gestern musste ich mir zum Beispiel immer ständig an die Nase fassen, weil der Vorausgegangene sich oft an die Nase gefasst hat, ständig. Das ist eine ganz komplexe Sprache. Und jeder Vorausgegangene oder jede Vorausgegangene kommuniziert anders. Immer wieder muss ich mich darauf einstellen. Und ich versuche immer mein Bestes zu geben. Ich versuche immer mein Bestes zu geben, um all das, was sie mir zeigen, was sie mich fühlen lassen, was sie mich spüren lassen, so gut ich das kann, euch zu übersetzen. Da gebe ich immer mein Bestes. Mehr kann ich nicht tun. Und ich nehme alles in unglaublicher Dankbarkeit an und auch in Demut. Denn es ist ein riesengroßes Geschenk, das uns die geistige Welt macht. Es ist ein riesengroßes Geschenk, dass die geistige Welt mit uns so kommuniziert. Denn ich sage immer, wir sind so hochtechnisiert. Wir fliegen ins Weltall, wir tauchen in tiefste Seen hinab. Wir haben Computertechnik, wir haben alles in unglaublicher Technik um uns herum, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, ein Gerät zu entwickeln, das uns die Vorausgegangenen hören lässt, so wie ein Radio. Es gibt wohl diese Tonbandstimmen, ja, die gibt es, aber das muss man auch üben. Also kann es ja nicht so ganz einfach sein mit der Kommunikation in die geistige Welt, wenn selbst unsere Technik es nicht schafft, ein Gerät zu entwickeln. Von daher ist es ein großes Geschenk, das wir erhalten durch Nahtoderfahrungen von Menschen, die davon berichten, die so mutig sind und davon berichten, denn es ist leider Gottes immer noch so, dass wenn über solche Themen gesprochen wird, immer noch so der Faktor dabei ist, dass die Menschen verrückt seien, dass sie irrsinnig seien, wenn sie von solchen Dingen erzählen. Und auch darin sehe ich ein bisschen meine Aufgabe, mit Transparenz in diesem Bereich zu arbeiten und euch zu zeigen, dass die geistige Welt existiert. Und dass wir verbunden sind mit der geistigen Welt. Es bedarf immer eines offenen Herzens und eines offenen Bewusstseins, um diese Kontakte wirklich in Dankbarkeit anzunehmen. Es ist wichtig, dass wir versuchen, unser Ego nach hinten zu schieben. Es ist wichtig in den Kontakten, dass wir nicht hingehen und Erwartungen haben, die vielleicht der Vorausgegangene nicht erfüllen kann. Indem wir sagen, wir wollen das und das hören, wir möchten jetzt das und das erfahren. Seid offen. Ich habe festgestellt in all diesen gegebenen Jenseitskontakten, dass die Offenen, die gekommen sind, offen im Bewusstsein und offenen Herzens, bereit, voller Dankbarkeit und Demut die Dinge anzunehmen, die die geistige Welt ihnen gibt, die schönsten Kontakte hatten. Es werden immer Beweise gebracht. Ich arbeite in meiner Praxis tagtäglich beweis- und faktenorientierend. Es ist immer, wird immer so viel Beweis gebracht und ja, etwas, was man nachreflektieren kann, um zu sehen, dass es wirklich der liebe, vorausgegangene Mensch ist. Das muss immer gegeben sein. Aber eine offene Haltung lässt die Energie frei fließen. Stellt es euch vor, wenn ihr mit großer Skepsis irgendwo hingeht. Wenn, ja, wie soll ich das euch erklären? Wartet, ich überlege gerade. Also, wir alle haben ein Energiefeld. Wir alle haben eine Aura. Und wenn du in Skepsis bist, wenn du in Zweifel bist, wenn du nicht im Vertrauen bist, dann ziehst du dich zusammen, dann zieht sich deine Energie zusammen.
Sie zieht sich zusammen. Wie soll dein liebster Vorausgegangener da an dich rankommen? Wie soll er dir zeigen, dass er da ist? Wenn du sagst, ich zweifle an dem, ich habe Skepsis, ich kann das nicht glauben, dann machst du dich klein, dann machst du dich eng, dann ziehst du dich zusammen. Wenn du aber sagst, hey, ich nehme das an, was mir die geistige Welt gibt, ich öffne meine Hände, ich öffne meinen Geist, ich öffne mein Herz, dann schafft es, die Person zu dir durchzukommen, weil du dein Energiefeld groß machst, weil sie dann mit ihrer Energie zu dir kommen kann, dich durchströmen kann, dir Informationen geben kann, zu dir kommen kann. Ich hoffe, ich konnte es euch auch ein bisschen bildlich zeigen. Wenn wir uns zusammenziehen, dicht machen, klein machen, dann kommt nichts an uns heran. Wenn wir uns öffnen, die Hände öffnen, dann können wir empfangen. Seid offen, wenn ihr zu Medien geht. Seid offen im Herzen, stellt euer Ego nach hinten, seid erwartungsfrei, soweit es möglich ist. Viele sagen auch, sie sind ohne Erwartung, aber nicht immer ist es so, dann ist dann doch da diese große Erwartung. Ich kann es verstehen, aber umso offener ihr seid, umso besser kommen die Liebsten an euch ran. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Stunde mit mir. Ich bin ganz gespannt, was ihr erfahrt habt, was ihr erlebt habt. Ich habe gesehen, da sind ganz viele wunderbare, tolle Kommentare gekommen, die ich mir jetzt gleich mal alle durchlesen werde. Vielleicht mögt ihr auch noch weiter hier runter kommentieren, was ihr erlebt habt, vielleicht auch im Laufe des Abends noch. Weil es kann auch sein, dass das ein bisschen zeitverzögert ist. Also in 3 Tagen kann ich es nicht mehr auf mein Konto schreiben. Also in 3 Tagen habe ich nichts mehr damit zu tun. Wenn, dann heute Abend noch oder spätestens morgen. Weil da lasse ich wirklich die Kirche im Dorf. Denn, ich kann ja nicht sagen, in einer Woche, wenn dann jemand schreibt, ich habe ein Zeichen, ja, das kommt von mir, da bin ich viel zu ehrlich. Weil Ehrlichkeit, Authentizität und Offenheit, so arbeite ich. Ich möchte die geistige Welt transparent machen. Und ich bin auch, glaube ich, eins der wenigsten Medien, das Sitzungen aufgezeichnet hat und immer wieder zur Verfügung stellt, weil ich zeigen möchte, wie ich arbeite. Also ich habe das noch nicht oft gesehen, dass man so große Ausschnitte aus einer Live-Sitzung herausbekommt. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Also ihr könnt da ganz transparent bei mir schauen in meinem YouTube-Kanal, und könnt euch dort auch Sitzungen anschauen, die ich teilweise also zusammengeschnitten habe. Ich kann natürlich nicht ganze Sitzungen da rein, weil da ist viel, viel, viel Persönliches dabei, weil ich habe auch viel mit Menschen zu tun, die ihren Liebsten vorausgegangen durch Selbstmord verloren haben, wo es Missbrauch gab, wo es Gewalt gab, wo es ganz, ganz viel Leid gab. Und das gehört nicht in die Öffentlichkeit, das gehört in diesen Raum, in diesen geschützten Raum, in dem ich mit meinen lieben Klienten bin, in dem sie sich wohlfühlen. Deswegen kann ich natürlich oftmals nur so allgemeine Dinge auch dann zeigen. Das muss jedem ganz klar sein. Viele sagen, ja, das ist ja was Allgemeines. Ich kann doch nicht solche Sachen nach draußen bringen. Jeder sollte mal wirklich einen Jenseitskontakt machen. Schaut euch in Ruhe um, es gibt genügend Medien, die professionell arbeiten. Schaut immer nach den Feedbacks von Medien, sind sie da, das zeigt schon vieles, da könnt ihr schon euch ein Bild machen, weil wenn andere darüber schreiben, wie sie ihren Kontakt empfunden haben, ist das immer eine gute Möglichkeit zu schauen, kann das Medium etwas, ja? Wenn da nichts steht auf der Seite oder wenn da keine Kommentare sind von anderen, dann sollte man immer mal schauen, ist das das Richtige? Aber jeder muss das selbst entscheiden. Wenn du ein gutes Gefühl hast, trotz dessen, tu es. Achte immer auf dein Herzgefühl, denn es ist ganz wichtig, was fühlst du im Herzen, was spürst du? Achtet vielleicht darauf ein bisschen, wie tritt das Medium nach außen auf? Wie ist die Transparenz? Ist es sichtbar mit Steuernummer? Eine Anschrift, ist es sichtbar mit allem, was es ausmacht, ja? Zeigt es sich offen und transparent, ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Schaut euch das in Ruhe an. Lest die Feedbacks von Menschen. Und es gibt auch immer ganz tolle Trauerforen. Es gibt ganz tolle Trauergruppen. Dort werden sowieso die Medien genannt,
Die, ja, so Geheimtipps sind vielleicht, oder wo man schon war oder wo schon viele waren. Dort könnt ihr euch auch immer umschauen, dann werden dort auch ausgetauscht. Ich bin mir sicher, dass in solchen Gruppen auch ein Austausch stattfindet. Mir haben schon viele erzählt, die zu mir gekommen sind, dass sie von mir erfahren haben in Trauergruppen, dass sie empfohlen worden sind. Auch das Mundpropaganda, hört euch mal um. Es gibt immer welche, die bei Medien waren, euch erzählen können, wie es da war. Macht euch auch immer euer eigenes Bild. Wenn ihr dann zum Beispiel eine Empfehlung hört, schaut euch ruhig mal das Medium an, das das anbietet. Guckt, ob ihr damit konform seid. Denn nämlich letzten Endes könnt ihr das nur selbst entscheiden. Ein gutes Medium wird immer in aller Munde sein. Ein gutes Medium wird weiter Mund zu Mund propagiert auch. Hört auch da drauf. Ja, ihr Lieben. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Wir sind immer noch über 100 Zuschauer. Das freut mich ganz, ganz arg. Vielen, vielen Dank für alles. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein Like gebt, wenn ihr meine Seite abonniert, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Da mache ich auch immer ganz, ganz viel, um euch die geistige Welt näher zu bringen. Vielleicht sehen wir uns gleich in einem anderen Video wieder. Ich habe einen wunderbaren medialen Abend noch geplant. Da kann man noch daran teilhaben, wenn man möchte. Kostet 20 Euro, ist ungefähr eine anderthalbe Stunde. Ich werde darin auch wieder was über mich erzählen, über meine geistige Arbeit. Werde dann auch ein Live-Jenseits-Demo machen. Also wer daran noch Interesse hat, gerne hier über meine Seite, über den Messenger buchen. Nicht nur einfach Zusage drücken, weil das geht über Zoom. Das heißt, wir sehen uns wirklich. Im Moment seht ihr nur mich, da sehe ich auch euch bei Zoom. Es gibt auch noch eine wunderbare Live-Meditation, begegne deinem lieben Verstorbenen, für 12,99 € auch zu buchen. Bei mir könnt ihr auch gerne buchen. Und einen medialen Schreibkursus für 39,95 € kann man auch buchen. Und das geht alles über Zoom. Das heißt, wir werden gemütlich bei euch im Wohnzimmer oder Küche oder Schlafzimmer oder wo immer ihr es euch gemütlich macht, zusammensitzen und eine wunderbare Zeit haben. Ich danke euch ganz herzlich. Ich wünsche euch ein wunderbares Samhain, ein wunderbares Halloween, einen wunderschönen 1. November, Allerheiligen. Macht es euch schön, tut euch viel Gutes, geht liebevoll miteinander um. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Herzlichst, eure Cynthia. Tschüss, ihr Lieben.